Ich craft mir heute das stärkste OP-Item in ganz Minecraft-Helden. Denn das kann ein Spieler mit voller Eisenrüstung in 2 Hits killen. Was das war, wie die anderen darauf reagiert haben und welchen neuen YouTuber ich heute getroffen habe, seht ihr heute. Lasst ein Like da, shop.kausitz.com. Noch eine einzige Woche, die 4 Designs nach sind, die für immer ausverkauft. Also seid schnell, gönnt ihr euch heute. Aber jetzt ist direkt zu Beginn ein YouTuber gestorben. Hey, liebe Zuschauer, Chaos und 40 und willkommen zu Minecraft Helden und iCrimex wurde von einem Murmur gekillt. Ich glaube, ein Murmur ist so eine, diese Hexe, die so Jumpscares macht in Höhen. Oh mein Gott. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich nehme hier Initiative. Wo bist du? Er ist nämlich auf meiner Insel, Leute. Und ich glaube, ich könnte diese Chance nutzen, um mit ihm mal ein Gespräch zu führen. Weil... wir haben ja schon mit Ben geredet. Wir haben mit Yami geredet und mit einigen anderen. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe etwas für... warte mal, wir schreiben ihm mit /tell. Ich habe etwas für dich. Ah, Junge, der macht dich sowas von die Hose, wenn er das liest. Aber mal schauen, weil den haben wir noch nicht getroffen. Die einzigen, die wir noch nicht getroffen haben auf meiner Insel, sind MBK, iCrimex und... wen gibt's noch? Russik und Elina habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das Ding ist, meine Kulpe ist eigentlich ganz gut. Und Leute, mein Plan steht, wie ich mir mein Super-OP-Item mache. Aber davor müssen wir unser Gold gut nutzen, Leute. Weil ich habe 8 Goldblöcke und noch viel mehr aus dem Monument. Und deswegen habe ich mir jetzt ganz viele Eisensensen gemacht, um hier Blätter abzubauen für Äpfel. Weil ich brauche mehr Gaps. Ich habe jetzt 6 goldene Äpfel. Ich habe mehr, Leute. Realistisch, ich habe so 6 bis 8 Goldäpfel in einem Fight. Ist so das Maximum eigentlich. Was ich realistisch brauchen werde. Aber ich meine, guck mal, mehr Äpfel, mehr Goldäpfel kann nie schaden. Okay, guck mal, Leute, ich habe meine Strategie ein bisschen geändert. Ich glaube, wenn ich den Leuten schreibe, dass ich sie sehen kann und beobachte, ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich habe mal Russak geschrieben, oder Russik. Hey, Bock mal zu treffen, habt ihr doch nicht gesehen. Smiley, Leute, Smiley ist es. Und er hat zurückgeschrieben, ja klar, können wir. Das Ding ist, er ist auch auf meiner Insel. Ich will mal wissen, mit wem wir es zu tun haben, Leute, ja. Regel Nummer 1, ja, in The Art of War von Sun Tzu, kenne deinen Feind. Wir müssen schauen, mit wem wir es zu tun haben, ob er überhaupt ein Feind ist und ob er ein Spion ist. Weil Leute, aktuell das Hauptproblem ist, ja, ich habe so gehört, in den Gewässern von Minecraft Helden, dass sich aktuell eine Rebellion bildet. Jetzt nicht gegen mich, aber allgemein ein großes Team, was für Ben, Yami und mich kritisch sein könnte. Okay, wir haben jetzt 5 Äpfel, wir haben 33 Setzlinge. Ich glaube, das ist für den Anfang mal gut. Jetzt haben wir 11 Gaps. Ich schau mal zurück in meine Base. Oh, und ich sehe gerade, Ben ist da. iCrimex hat mir leider geschrieben, dass er es heute leider nicht mehr schafft. Aber Leute, alles cool. Ich würde mich gerne Russak treffen. Und, warte mal, ich muss Ben noch schreiben. Ben, wir müssen reden. Weil ich glaube, dass wir einige Spione auf der Insel haben. Weil Leute, was ich gehört habe auf der Insel, ja? Ich sage so, das habe ich so gehört über ein paar Ecken. Ist das ein paar Leute mit ein paar anderen... Ben sagt, nein, komm zum Strand an der nördlichen Spitze. An der nördlichen Spitze will Ben. Junge, das ist eine Weltreise. Oh mein Gott, Leute. Alles klar. Willkommen zu Ben. Es gibt angeblich ein paar Spione, die mit der anderen Insel kommunizieren. Und da müssen wir wirklich aufpassen, damit die nicht irgendwie so ein 7-Spieler-Team gründen oder so. Weil aktuell, wir brauchen auch noch, by the way, einen Namen, Leute. Und ich bin ehrlich, ich habe einen sehr, sehr coolen Namen für unseren Clan, also Yami, Ben und ich. Aber das Ding ist, ich darf die Namen noch nicht revealen, weil Leute, das Ding ist, eine Frage an euch. Soll ich überhaupt mein OP-Item in der Folge zeigen? Oder denkt ihr, es wäre nicht smarter, wenn ich das erst im Fight zeige, weil... oh, hier ist ein Pillager Outpost. Weil es könnte ja sein, dass die anderen das dann alle nachmachen. Aber das Ding ist, es gehört natürlich auch ein bisschen Skill dazu, um die Items richtig einzusetzen, ja? Also es bringt jetzt nicht wirklich krass viel, wenn man sich einfach dasselbe craftet, wirklich, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert. Deswegen, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, Leute. Und by the way, lasst mal alle ein Like da für mehr Minecraft-Helden. Ich feiere es zurzeit wirklich, ich nehme das gerade daily auf. Es wird ungefähr 4 bis 5 von die Woche kommen. Bin sehr, sehr hyped drauf. Und Leute, schaut vorbei auf shop.kausitz.com. Wir haben noch ganz wenig Tage, nur bis Montag, die Sommeredition. 4 Designs, gönn ich dich hier. Ultra saftig in den Sommer. Wir haben auch einen Totem Qualle und Overprint. Ist voll vorne und hinten bedruckt. Limitiert nur bis Montag, danach für immer und immer ausverkauft. Und zu jeder Bestellung gibt es gratis eine Sommerkarte dazu. Und natürlich auch normale Autogrammkarten pro Artikel. Okay, wo ist Ben? Warte mal. Tell Dr. Banks, wo
bin da. Nördliche Spitze am Strand, sagt er. Bauen sich Dr. Banks hier etwa eine geheime Base? Ich sehe einen Crafting Table. Bin auch gleich da. Junge, der schickt mich hier. Wait, hier hinten ist wieder eine Trail Ruin. Ich glaube aber, Trail Ruins sind relativ unnötig für das, was wir hier brauchen. Wir können Zuckerrohr mitnehmen und ich brauche demnächst ein bisschen mehr Essen, weil ich verbrate gerade meine goldenen Karotten und das ist nicht so gut wirklich für die Effizienz von, also die brauche ich eher in einem Fight. Wo bleibt denn Dr. Banks? Dr. Banks ist nicht hier. Leute, guck mal, während Banks noch braucht hier, lass mal probieren, hier ein bisschen Parkour zu machen. Oh, okay. Und dann gehen wir hier rüber. Bisschen mehr rüber. Ja. Und dann gehen wir, warte mal. Guck mal, ich wäre schon richtig gut mit dem. Boom, dann gehen wir nicht hier rauf, sondern darauf. Boom. Und dann hier ganz rauf. Komm schon. Boom. Okay. Also, es könnte besser sein, aber das Ding ist, warte mal. Ich sehe ihn nicht. Wo ist Dr. Banks? Ich gehe mal rüber auf den Baum hier. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ah, da ist er ja. Ein kleiner Dr. Banks. Okay, alles klar. Hör, der fährt einfach um mir vorbei. Junge, was ist mit dem? Nein, wir müssen ihm hinterher. Der fährt einfach ins nächste Projekt. Was ist mit dem? Okay, Leute. Wir haben auch heute noch ein anderes Meeting mit Russik. Der ist, glaube ich, noch da. Und den müssen wir ausspielen. Und, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache heute einfach mein OP-Item. Bleib stehen. Wo fährt er hin? Der liest einfach Chat nicht. Juckt ihn überhaupt gar nicht. Come on. Zum Glück bin ich richtig schnell mit diesem Ding. Ah, jetzt zieht er mich, glaube ich. So, das ist aber nicht die nördlichste Stelle eigentlich. Aber hey, alles gut. Was für nördlichste Stelle? Habe ich geschrieben. Die ist weiter dahin, aber passt ja eh. Wir haben es gefunden. Okay, Ben, boah, wichtig. Boot ist doch langsamer, als ich gedacht habe. Aber ja, es gibt Spione. Spione, wer, wie, wo? Okay, wir haben ein paar Vögelchen gezwitschert, dass auf der Insel ein paar Spione sind auf unserer. Auf die unsere, für die, wir haben ja gar nicht so viele Leute. Ein paar, die für die andere Insel angeblich arbeiten. Boah, ne. Ja, das Ding ist, was machen wir jetzt mit dieser Information? Wir haben Spione. Okay. Also ich habe das über drei Ecken erfahren. Also ich habe da natürlich ein paar... Ja, aber das Ding ist so, ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich dir überhaupt vertrauen kann. Ben, ich bin ehrlich, ja, wenn du mir nicht vertrauen kannst, dann haben wir gegen die anderen erst recht keine Chance, weil die wollen wahrscheinlich eine Zehnergruppe bilden. Ja, das kannst du haben. Es gibt auf jeden Fall die Toilettentaucher, die sind stark. Es wird safe den Alpha-Clan wieder geben, der ist auch stark. Ja, jetzt hören wir mal zu. Die werden alle ihre riesen Übergruppe bilden, okay? Und wir sind dann zu zweit, vielleicht zu dritt. Wir brauchen uns schon, wir brauchen Ja. Und ich sag ehrlich, auf deine 5 Arbeiter, die du da wirklich mit nein, das wollte ich gerade sagen. Also, auf die kann man sich eh nicht verlassen. Nee, der einzige, auf den du verlassen kannst, ist vielleicht die Arme, ja? Aber die anderen, wenn der 3 Diamanten in die Hosentasche gesteckt bekommt, dann ist der auch weg, ey. Ja, okay, dann lass wirklich so diesen Duo-Pakt machen, weil ich glaube wirklich alle anderen... Aber auf Undercover. Das Ding ist, ich glaube, dann muss ich dich aber mit hochequippen, weil ich wollte mir heute ein OP-Item craften. Ja, was wenn du willst, kannst du dabei... Wir können es testen. Ich habe nämlich auch vor, ein OP-Item zu holen. Oh, okay. Reden wir von demselben OP-Item? Okay, warte. Als allererstes. Welche Farbe hat denn dein OP-Item? Okay, jetzt Real Ben, Melone des Vertrauens. Ja. Gibst du mir auch irgendwas für dein Vertrauen? Ach so, Brot des Vertrauens. Okay. Ja, das Ding ist, wir sind halt mehr oder weniger gezwungen jetzt, dass wir miteinander wirklich uns vertrauen, weil die ganze andere Welt sich wahrscheinlich gegen uns verschwören wird, weil wir die Stärksten sind. Ja, aber sag mir mal die Farbe des OP-Items. Lass mich kurz was abklären. Es ist rot dabei. Rot? Okay, da reden wir von unterschiedlichen Items. Okay. Ich kenne aber andere OP-Items auch, so ist es nicht. Welche Farbe hat deins? Weiß? Du meinst das hier? Weiß. Nein, du hast das gerade gekriegt. Behutsamkeit hast du schon, das ist crazy. Kann man mit Scheren abbauen, nicht Behutsamkeit. Okay, das Ding ist, ich hab noch ein Date jetzt hier, Flo. Kann ich dir aber leider nicht verraten. Warte, hoffentlich nicht mit derselben Person, weil ich treffe mich auch gleich noch mit wem. Ja, nee. Also, ich würde sagen, ja, OP-Item klingt schon ganz gut, ey. Da wäre ich natürlich schon dabei. Aber das Ding ist, ich bin gerade die anderen Leute von so Inseln ein bisschen ausforsten. Mal schauen, wie die drauf sind und so, damit wir einen guten Überblick haben. Wir müssen unseren Feind kennen.
Das ist richtig, aber vielleicht ist ja auch nicht jeder ein Fan. Aber ich hab ein OP-Item, das macht Before Iron 6 Herzen. Bullet. Ja, okay. Und ich hab auch noch einen anderen Trick, wo ich binnen 2 Sekunden mehr als 6-7 Hits machen kann. Boah. Also, und das Ding ist, das könntest du auch haben, aber dann müssen wir uns halt wirklich vertrauen. Weil wenn wir beide das haben, ich glaube, dann haben wir eine Chance. Nee, ich vertraue dir, Flo. Aber vertraust du mir? Ja, das weiß ich halt noch nicht. Du musst mir aber... Beweis mir dein Vertrauen. Komm mal, wenn du hier einen Gegner triffst... Okay. Kannst du ihn webben. Das ist ein Vertrauensbeweis. Oder schieße ich ein Beweisfoto? Ich brauche von dir mehr einen Vertrauensbeweis. Ja, ich okay. Ich habe schon viel Infos rausgehauen. Okay, ich steck einen hier rein und mache ein Beweisfoto. Oh, okay, ja. Bin gespannt, alles klar. Ja, okay. Dann, man sieht sich. Und dann kümmern wir uns ums OP-Item. Leute, seid mal ehrlich. Denkt ihr, man kann Ben vertrauen? Ich meine, wir müssen einander vertrauen. Wenn Ben nicht mir vertraut, wem dann? Den Alpha-Clan? Glaube ich nicht. Den YouTube-Insel-Leuten? Ah, bin ich mir nicht ganz sicher. Guck mal, wir können hier ein bisschen Gunpowder mitnehmen. Boom. Weil Leute, ich glaube, ich werde mein OP-Item jetzt craften. Denn Leute, das ist der Plan. Und ich glaube, damit werde ich ganz schnell auf Rang 1 auf dem Minecraft-Helden-Server sein. Ich habe mich erkundigt, ja. Es gibt einen speziellen Crossbow. Dafür muss ich den Pfeil hier mal rausmachen. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Ich habe 6 Crossbows. Wir machen uns jetzt den Hexagon 6er Crossbow Firework Rocket Launcher. Und das ist genauso heftig, wie es sich anhört. Wir craften uns dazu erstmal ganz viele Firework-Stars. Jetzt checkt ihr auch gleich, warum das alles so teuer ist, okay? Wir machen uns hier... Wir brauchen nämlich 7 Stück pro 3 Raketen, ja? Das heißt, guck mal, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Boom. Wir können jetzt, glaube ich, 9 Raketen machen. Einfach nur mehr reicht's nicht. Dann, alles ausfüllen. Jeder von diesen Feuerwerk-Stars macht 1 Herzschaden, wenn man einen perfekten Hit macht. Ich habe 7, das heißt 7 Herzen Schaden bei Full Iron bei einem direkten Treffer. Das Ding ist, das Ding, ich habe es im Singleplayer getestet, das ist das OP-ste in Vanilla Minecraft. Ja, guck mal hier, boom. Und jetzt machen wir uns hier, seht ihr das? Und jeder von diesen kleinen Small Balls macht eine Explosion. Man kann es später mit der Fire Charge noch zu einem großen Ball machen, dann ist die Range größer. Aber wir machen das jetzt erstmal. So, boom, nochmal und nochmal. Okay, Russik ist da. Wollen wir gleich mal ein bisschen demonstrieren? Guck mal, und das Ding ist, ich habe... alle Crossbows und ich werde alle damit aufspannen, sodass ich instant hotkeyen kann und alle auf einmal schießen kann. Und das sollte jeden killen. Jeden. Das Ding ist, guck mal, ich habe es mir aufgeschrieben, Leute. Das hier macht, bei Full Iron killt das einen Spieler in 2 bis 3 Hits. Bei Full Deer killt es einen Spieler in 4 Hits. Erst bei Full Deer mit Protection 4 braucht es 11 Hits. Also bei Protection Deer ist es nicht mehr so effektiv, aber alles andere ist ultra OP. So, und damit gehen wir jetzt erstmal runter und statten Russack einen kleinen Besuch ab. Und da hinten sehe ich ihn auch schon. Ich glaube, er sieht mich. Lass mal schauen, was er sagt, wenn ich jetzt hier den super Ding mache. Oh, warte, ich glaube, es war zu weit die Range. Der wird jetzt denken, ich bin ultra... Was ist das denn? Russack, es gibt Dinge, die du noch nicht verstehst in Minecraft. Hi! Was ist das denn gewesen? Du hast mich was angelegt. Ich sage nur so viel, Russik. Ich hoffe, du stehst auf der richtigen Seite in dem Fight. Welchen Fight? In dem Projekt, meine ich. Okay, ich bin nicht hier im Streit zu suchen, by the way. Ich bin freundlich. Guck hier, warte. Okay, ich habe jetzt keine Melone, die ich dir geben kann, aber... Hier, sieh das als Zeichen meines Friedens. Okay, ich sehe das als Zeichen meines Friedens. Okay, Russik, hi, erstmal, wie findest du das Projekt bisher? Ja, bis jetzt habe ich nur in Höhle gegen 1000 Füßler gekämpft, das war's auch. Ja, es gibt ein paar. Oh, du musst aufpassen, es gibt etwas, da ist vorhin ein Crymix drin gestorben. Das heißt Murmur, das ist so eine Hexe, die schreit so richtig in Höhlen. Also so eine... Hört sich ja super an. Es gibt hier ein paar neue Sachen und das hier ist eins davon, guck mal. Wow. Hast du das aus den Fliegen gebastelt oder was? Fast. Ja, das ist eines der coolen Items. Das ist so ein Grappling Hook. Okay, interessant. Okay. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen einfach, weil ich kenne die noch gar nicht. Bist du gut im PvP, würdest du sagen? Normal.
Normal, okay. Nicht schlecht, nicht gut, sondern so ein Durchschnittding. Okay, und du bist kein Spion, oder? Für die andere Insel? Nee, ich bin tatsächlich ganz alleine aktuell. Okay. Oh. Ja, weil das Ding ist, es gibt schon ein paar, ich will nicht sagen Clans, aber Gruppierungen hier auf dem Server, mit denen ich was zu tun habe. Und es geht aktuell das Gerücht um, dass wir auf der Insel ein paar Spione haben, die für die andere Insel arbeiten. Aha, und welchen Clan bist du? Ich bin aktuell, ich weiß nicht, ob ich's leaken will, aber ich bin mit Banks in einem Team. Ach, doch mit Banks. Ja. Und wir wollen dafür sorgen, dass unsere Insel clean ist. Also wenn du irgendwas weißt, ja, ich habe da zwei Leute in den Augen, die vielleicht ein Spion sein könnten. Wenn du was weißt, gib mir Bescheid und du wirst reichlich belohnt für die Information. Okay, also ich habe schon mit Banks auch mal gequatscht. Wir sind schon gute Freunde geworden. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie sehr man dir vertrauen kann, aber ich schätze dich als jemanden ein, der für sein Team da ist und gut kämpft. Ja. Und ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Ich hoffe auch. Das Ding ist, wir brauchen Leute, denen man vertrauen kann, die uns in dem Kampf helfen, weil ich glaube, sobald die Border fällt, wird es eine sehr, sehr große Gruppe geben, die vielleicht gegen uns ist. Und wir wollen nicht eine Unterzahl sein. Weil stell dir vor, es kommen da 5 oder 6 Leute auf dich zu, was machst du? Wechseln? Ein Leben verlieren, das ist was passiert. Deswegen müssen wir zusammenhalten, verstehst du? Also ich habe mit Banks geredet, der hat mir eigentlich gesagt, dass er noch mit niemandem ist und neutral ist. Jetzt ist die Info gekommen, dass du mit ihm bist. Bist du wirklich mit ihm oder sagst du das nur so? Es ist noch nicht 100% fix fest, aber wir haben einen Plan, okay? Aber das weißt du nicht von mir, by the way. Also wenn du mit Ben redest, das weißt du nicht von mir und das verrätst du auch bitte keinen anderen. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir nicht gestürzt werden. Ich will nämlich bis zum Ende des Projekts kommen und du hoffentlich auch. Ich will auch durchkommen. Ja. Ich hab mir nämlich ein neues Item gecraftet. Was ist das denn schon wieder? Etwas, was uns in einem Kampf sehr viel helfen wird. Wieso hast du schon so verschickte Items, Mann? Weil ich mich auskenne. Das Ding ist, guck mal, Rustak, du musst checken. Meine Stärke, ich trainiere gerade nebenbei ein bisschen PvP, das ist nicht so mein Hauptding. Aber meine Stärke ist es, alles in diesem Spiel zu kennen. Jede geheime Strategie, die man nutzen kann. Und ich glaube, wenn du ein bisschen PvP übst, und dann kannst du der Krieger von uns sein. Okay, das wäre theoretisch interessant. Ich habe halt. Wäre das was für dich? Guck mal, wenn du jetzt mit Banks zusammengeredet hast, ich habe eigentlich mit ihm einen Deal gemacht, dass wenn wir jetzt genug Diamanten haben, wir einen gemeinsamen Zaubertisch machen wollten. So was Ähnliches habe ich auch mit ihm geredet. Hast du Dias? Hast du Diamanten? Ich habe einen Diamant. Einen? Ja. Das heißt, wir brauchen noch. Banks hat keinen. Wir brauchen 5 für einen Zaubertisch. Ich weiß nicht, ob Ben einen hat. Ich weiß aber, dass ein paar andere auf der Insel einen haben. Ich habe welche. Wie viele? 2. Okay, das heißt, wir hätten mit mir 3. Ich glaube, Elina hat einen. Und Max hat, glaube ich, einen. Also, das wären schon mal 5. Das Ding ist, wenn wir als Erster den Zaubertisch haben, ich glaube, das gibt uns einen Vorteil. Das ist der größte Vorteil, den man haben kann, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich was jedem aus unserer Gruppe was bringt. Ja, deswegen, ich habe auch schon Banks gesagt, einen Zaubertisch wäre ich auch interessiert. Okay. Wer ist auf der ganzen, in dem ganzen Projekt dein Favorit, denkst du, oder der Stärkste, auf den man am meisten aufpassen muss? Jetzt außer mir natürlich. Boah, ich würde sagen, gefährlich kann werden Alpha-Stein. Ja, der hat zum Glück nur noch 2 Leben. Ja, aber der ist so ein bisschen unberechenbar und verrückt. Lukas, der Wife. Ja. Sue. Ja. Banks halt. Das Ding ist, du merkst gerade, es sind viele von denen auf der anderen Insel. Und wenn das stimmt, was ich gehört habe von den Spionen, und die alle eine Gruppe bilden, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Ja, das stimmt. Deswegen, okay. Also Rustak, kann man dir vertrauen? Also, solange mir nichts Böses tut, kann man mir noch vertrauen. Also ich bin noch neutral. Guck mal, solange du jetzt nichts gegen mich machst und deine Ehre hältst, dass wir einen Pakt haben, dann bin ich auf deiner Seite. Und kann ich sogar zeigen, wie du ein paar von den coolen Items machst? Das klingt nach einem guten Deal, sag ich dir ehrlich. An diesen Items bin ich interessiert. Aber du musst mir irgendwie beweisen, dass ich dir wirklich vertrauen kann. Weil ich weiß, du kennst ein paar von den anderen Leuten. Ich will keine Snitches in meinem Team, verstehst du? Ist eigentlich normal, dass man das so denkt.
Okay, ja, gibt Sinn. Okay, kannst du rausfinden, warte mal. Oh, was ist, wenn ich dir sag, warte, du weißt jetzt, wer die Dias hat. Was ist, wenn du da mit ein paar Leuten mal redest und die vielleicht überreden kannst, warte, dass die... Warte, die ist so ein bisschen slow. Dass jetzt, die dir ein paar Dias geben, weil wir brauchen den Zaubertisch als Gruppe. Ich glaube, ich sag dir so, wie es ist, ich glaube, keiner wird dir die Diamanten einfach so abdrücken. Der einzige Weg, naja, also einfach so sagt dir auch niemand, also. Ja, also ich weiß nicht, Max ist ja gar nicht da. Sonst hat ja niemand gerade auf dem Server Diamanten, oder? Nee, ich habe einen einzigen aus dem Schiffswrack. Und ich glaube, es haben ein paar auf dem Server. Ich glaube, keiner hat mehr als so 2, 3. Also ich glaube, ich besorge nochmal 2. Das wäre gut. Oder guck mal, wenn du dann irgendwas Cooles beiträgst zur Gruppe, dann bist du schon mal für mich in meinen Augen viel vertrauenswürdiger. Okay. Aber Gruppe? Ist die Gruppe jetzt du und Banks oder ist noch jemand da? Ich muss noch mit Ben reden, ja, ob er fein ist damit, dass du dazukommst. Aber ich glaube, es wird sich auf lange Zeit als gut erweisen. Okay, interessant. Und by the way, also, ja, dann was du rede. Auch suchen kannst, ist Schwarzpulver. Wäre ultra, ultra gut, wenn du da ein bisschen was sammeln kannst. Okay, Schwarzpulver. Ich gehe auf Diamanten- und Schwarzpulverjagd. Dann treffen wir uns das irgendwo. Das wäre echt super. Hier. Ja, lass mal so diesen Spot so. Guck mal, ich mach mal das hier. Dann wissen wir, wo dieser Spot ist. Das ist unser Treffspot. Okay, alles klar. Dann gutes Gelingen. Auf Wiedersehen. Ey, Leute. Aber ich bin ehrlich. Guck mal, ich will ihn nicht... Guck mal, er ist nicht Arbeiterlevel für mich. Rustig ist wirklich einen, den sehe ich... als jemand, der gut für uns fighten kann. Und ich glaube, ich würde es mir eigentlich nicht verscherzen, ja? Ich glaube, er ist halbwegs okay in PvP. Es ist nicht schlecht, aber wir brauchen Leute. Das ist das Ding. Es wird Ende der Woche oder Anfang nächste Woche wird der Border fallen. Und die Inseln werden geöffnet, man kann in die Mitte und es gibt Dias. Wir brauchen eine gute Aufstellung, sonst wird diese Mittelinsel mit den Dias ein absolutes Battlefield. Checkt ihr? Das wird richtig ein Kampfding. Aber, Leute... Ich will euch mal ein bisschen was sagen zu diesem Feuerwerk-Crossbow hier. Dieser Feuerwerk-Crossbow hier. Guck mal, ihr checkt, die Raketen sind ja ultra selten. Der sollte einen Full-Iron-Spieler in 2 killen. Und guck mal, ich mach dann einfach so und mach bam, 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 bam. Und jo, alles sind tot. Das Ding ist, es macht Area of Effect Damage. Es trifft nicht nur einen Spieler, es trifft alle. Im Umkreis der Explosion ist ein Raketenwerfer. Wir können damit ein 1 gegen 5 gewinnen. Wenn wir es richtig anstellen. Deswegen, Leute, das ist ein Ultra-OP-Item, mit dem ich einen krassen Vorteil haben werde. Und ich glaube, Leute, das könnte sehr, sehr crazy werden. Nein, Rusak ist in Lava gestorben. Was ist da passiert? Oh nein. Das Ding ist, seine Items sind echt gesaved, also 100% droppt in einem Grab. Aber Leute, guck mal, das ist jetzt hier mal mein Equip. Das Einzige, was ich aktuell brauche, ist ein bisschen mehr Essen. Ich habe jetzt nur 5 Steak und goldene Karotten. Essen muss ich mir besorgen. Das steht definitiv auf dem Plan. Und was auf dem Plan steht ist... Oh, ich habe noch 10 Minuten Spielzeit. Mehr Eisen für einen Amboss. Und ich will diese ganzen Crossbows auf Rocket Launcher umbenennen. Stellt euch vor, ich kill einen im Chat und dann steht im Chat, wurde mit Rocket Launcher gekillt von Flo. Der ganze Server wird mich fürchten. Nein, ich bin ehrlich. Ich glaube, ich bin gerade der beste, equippedeste Spieler auf diesem Server. Ja, solange ich nicht gestürzt wird, glaube ich, ist alles fein. Und das Ding ist, ich habe gerade erst begonnen. Ich habe noch mindestens 4, 5 weitere so geile Items, die ich mir craften werde. Und dann geht das Ding richtig ab, Leute. Und ich will demnächst meine Base vorantreiben. Also, wir können demnächst schon mal starten. Ich habe ein paar Blätter gesammelt. Wir brauchen nämlich ganz, ganz viele Blöcke für meine Base. Wir können schon mal mit dem Anfang beginnen. Denn, Leute, das allererste, was ich machen will, ist mich hochbauen. Exakt 35 Blöcke. Das hat alles einen Sinn. Dann mache ich einen 15 Block Radius von der Mitte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Rüstung, schreibt mir. 15. Du musst die Dias retten mit der Zunge. Was? Was hat Rüstung gemacht? Ich glaube, wir bauen uns nämlich hier eine Plattform, sodass nur ich hochkomme. Mit, oh mein Gott. Und ich glaube, Rustak hat die Dias mit. Seine 2 Dias. Okay, das ist jetzt nicht gut. Aber schaut mal, Leute. Und dann kommt hier eine Wand hin. Die können wir ruhig ein bisschen höher bauen. Und das hier oben wird quasi meine Base. Und ich zeige euch demnächst, wie das alles funktioniert. Wir bauen das Ganze hier nämlich ab. Machen es so. Und das Ziel hiervon ist, Leute,
dass nur ich hochkomme mit dem Grappler. Checkt ihr? Ich mache hier ein Loch und ich werde demnächst noch einige Blöcke sammeln, damit das hier absolut crazy werden kann. Das Ding ist, mein Spielzeit ist gleich aus. Sehr lustig. Hab nur noch 5 Minuten. Oh mein Gott. Und ich will ganz kurz das noch testen hier. Und da geht's in meinen letzten 5 Minuten. Das Ding ist, Leute, ich erkläre jetzt gleich, wie das funktioniert. Ich habe hier oben noch eine Decke dran gebaut. Exakt 4 Blöcke. Ich habe das alles mit Singleplayer getestet. Das ist die Minimum Range, die man, also die maximale Höhe, die man mit dem Grappler erreichen kann. Das Ding ist, hier, wir bauen auch gerade Blätter ab und kriegen ein paar mehr Äpfel, was gerade sehr gut ist. Deswegen, ich baue mal hier ein paar an, weil Blätter, Leute, ich werde die Blätter später setzen. Ich weiß, das können die Leute anzünden, aber ich werde die Blätter später setzen durch richtig feste Blöcke oder sowas. Aber bis dahin muss ich das noch ein bisschen machen. Guck mal, wir holen uns hier noch ein bisschen Essen. Aber guck mal hier, man muss genau hier stehen und man muss so machen. Einer, um hochzukommen, der zweite, um rüberzukommen. Und man ist oben. Und das wird meine Base hier oben. Ich werde das hier demnächst ausbauen. Ich habe richtig krasse Ideen. Und ich baue das auch ein bisschen absichtlich aus Blättern. Weil, Leute, falls irgendjemand auf der Insel das hier anzünden will, ja, dann kriegt er direkt nämlich einen Feind. Weil das Ding ist, aktuell, man darf hier in dem Projekt nicht ohne Grund einfach so killen. Deswegen will ich ein bisschen schauen, ob jemand freiwillig mir einen Grund gibt. Versteht ihr? Ich werde später ersetzen, aber falls irgendjemand jetzt ein bisschen lustig sein will und es anzünden will, ich werde rausfinden, wer das ist, Leute. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ich werde es erfahren. Das Ding ist, wir produzieren es aktuell ein bisschen vor, muss ich dazu sagen. Aber ich werde eure Informationen kriegen. Guck mal, das hier. Tick, zack. Ja, die Uhr tickt. Und hier hätten wir ungefähr schon mal den ersten Part von meiner Base fertig. Und was das genau, Leute? Ich habe nämlich was richtig Cooles für diese Base vor, was ich euch demnächst zeigen kann, ja? Weil diese Base wird nicht nur eine Base. Es wird gleichzeitig eine Falle sein. Das hier wird etwas, was speziell gebaut wird, um Eindringlinge abzuhalten. Und guck mal, wenn ich runter will, dann mache ich einfach den hier. Boom. Und wenn ich hoch will, mache ich den hier. Und ich glaube, hier sollten wir relativ safe sein vor den meisten Gegnern. Wenn die mit Bogen auf mich kommen, dann kriegen die einen fetten Firework-Crossbow ins Gesicht, Leute. So schaut's aus. Aber jetzt muss ich noch ein letztes Mal... Oh, oh. Okay, das hat... Da hat der Klecker oben geschleckt und nicht unten. Zum Glück hab ich ja mit G gehittet. Aber ich muss jetzt ein letztes Mal noch in meine geheime Base. Guck mal, wir stellen hier ein Schild auf. Flo's Base. Wer grieft, wird 100% gekillt. Boom! Oh mein Gott. Und Rusek hat die Tiers gerettet. Sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ehrlich, wir bauen demnächst definitiv mehr Baublöcke. Und ich habe all meine Blätter jetzt verbaut. Das ist nicht gut. Aber sonst sind wir perfekt. Ich nehme meine Firework Crossbows ins Inventory. Einfach nur, damit ich mich damit auslogge. Und Leute, wollen wir zuerst mal den Countdown beobachten? Come on, come on, come on. Das allererste Mal. Was passiert, wenn der Countdown auf 0 ist? Oh mein Gott! Deine Spielzeit ist abgelaufen. Du kannst erst wieder betreten, wenn du wieder Spielzeit hast. Okay, Leute, lasst ein Like da. shop.chaoswitz.com. Nächste Folge geht es richtig ab. Abonniert mich, damit wir die 1,7 Millionen dieses Jahr schaffen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute!